Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Wir werden heute das dynamische Duo zeigen, meine Frau und ich. Wir werden jetzt gleich hier im Formationsflug über den Rasen ziehen. Ich werde lüften, sie wird mähen. Wir lüften und mähen also in einer Spur und ziehen jetzt hier endlich mal die langen Halme raus. Ich habe ja in diesem Video hier über meine viel zu verfilzte Rasenfläche geredet und natürlich habt ihr alle recht. Ne? Öfters lüften, dann mit einem saugenden Sichelmäher mähen. Deswegen habe ich mir ja den Sabo gekauft, weil der so gut saugt. Und ich habe es einfach noch nicht geschafft. Das Wetter war jetzt immer wieder schlecht. Heute Morgen hat es auch noch geregnet. Der Rasen ist noch nass. Wir ziehen jetzt durch. Wir sind jetzt direkt vor unserem Urlaub. Und damit wird das auch erstmal das letzte Video sein für, weiß ich nicht, 2 Wochen. Also nochmal schnell lüften. Der Rasen ist ziemlich abgemagert. Werdet ihr gleich sehen. Überall schon braune Helmchen, braune Stellen. Natürlich hat eine Kaliumdüngung keine wachstumsfördernde Wirkung. Das heißt, der Rasen ist bräunlich, er ist dünn, er wächst nicht mehr so gut. Das soll auch so sein, weil wir ja jetzt im Sommer nicht mähen können. 2 Wochen, nur ganz selten wird jetzt hier mal gemäht. Ja, so eine Art Erhaltungsmaßnahme, aber mehr auch nicht. In einer Stunde soll es schon wieder regnen, es ist egal. Wir ziehen jetzt hier mal kurz rüber, lüften einmal die tief gemähte Fläche und dann hoffen wir mal, dass wir dadurch auch wieder ein bisschen mehr Licht nach unten reinkriegen. Ja, und dann werden wir nach 2 Wochen schauen, wie es aussieht. Und dann freue ich mich auf euch, wenn ihr wieder dabei seid. Yeah! Mein guter Sabo! Meine Frau hat gedacht, die Kamera filmt nicht. Ja, das war jetzt schon mal voll daneben, weil der Sabo mäht nicht tief genug. Ich habe jetzt schon ein neues Teil gekauft für den Sabo, wo ich noch eine untere Stufe habe. Es gibt teilweise mehr, haben die erste Stufe auf 15 mm Schnitthöhe. Der hat sie jetzt auf 25 und das ist nicht tief genug. Das heißt, ich muss jetzt doch den Sabo umbauen. Sonst kommen wir nicht tief genug runter, sonst kriegen wir diese hochgezogenen Gräser nicht weggemäht. Also wir müssen jetzt ein bisschen scalpen, wie das heißt. Und dazu muss ich ihn jetzt leider umbauen. Also naja, machen wir das erstmal. Oh. Somit kann er nachmachen. Ja. Ja. Hier innen ist die blockiert. Ja, so, jetzt muss ich sie irgendwie. Oh, das ist schon mal gut. Das habe ich jetzt hier den Deckel. Ne? Den habe ich jetzt hier rausgezogen.
Ich muss ja zugeben, das habe ich schon mal versucht. Und da habe ich aber nicht diesen Griff abgemacht. Also man muss tatsächlich den Griff abmachen. Dann kann man hier diese Abdeckung abziehen. So, hier, ne, das sind genau die gleichen Rasten. Und hier ist noch eine Rastposition reingefräst, ganz unten. Da ist zwar hier die Fläche vorhanden, das ist genau das gleiche Teil, nur mit einer Rastung mehr. Und der Griff geht auch so weit runter, aber es fehlt die Rastung. Und dieses Ding gibt es für den John Deere, der ja baugleich ist mit dem Sabo, weil der dann irgendwie, was weiß ich, Profi-Qualität hat. Und damit kann man dann auch 15 mm mähen. Und die fehlt mir jetzt, weil ich immer so tief mähe. Und also muss ich das Ding jetzt hier umbauen. Das hat 9 Euro gekostet, dieses Teil. Also das war günstig, das war wirklich günstig. Bisschen Bastelei, bisschen handwerkliches Geschick. Und die Sache ist getauscht. Das ist unglaublich, unglaublich. Der Rasenfreak pimpt seine Mäher, um auf die richtigen Schnitthöhen zu kommen hier. Easy. Easy peasy. Das ist natürlich nicht schön, jetzt hier ihn zu belasten, weil da unten noch die Schraube fehlt. Aber nur hier kriege ich ihn jetzt tatsächlich durchgesteckt. Freaks. Ah, Bastelei. Riesenbastelei. Das Kabel ist im Weg. Ja. Na bitte. Na bitte. Ja. Ja. Da unten. Oh. Ganz unten. Hammer. Da steht normalerweise bei den Profimähern 15. Nicht 25, nicht so ein Kinderkram hier. So, Freaks. Ja, das war schon alles. Das ging wirklich erstaunlich gut. Man muss tatsächlich diesen Splint hier entfernen und den Griff abnehmen. Dann bekommt man relativ leicht. Und jetzt haben wir halt eben unter 25 noch die, ich glaube, es ist wirklich 15 oder 17. Und jetzt kann ich richtig tief mähen. Das, was der Rasenfreak braucht. Ja, lieber Rasenfreaks, das ist ein echter Gamechanger hier. Das ist ein echter Gamechanger hier. Endlich. Ziehen wir mal hier voll durch. Ich habe jetzt hier über Kreuz gelüftet. Meine Frau fängt jetzt an, hoch zu mähen. Und ihr habt gesehen, wie super jetzt der Mäher läuft. Endlich haben wir genau das, was wir wollen. Einen tiefen Schnitt. Alle Halme hochgerissen. Das sieht man hier überall. Also unfassbar. Und jetzt werden die ganzen langen Halme abgemäht. Und dann sehe ich vielleicht auch noch mal nach. Ganz egal jetzt. Ich streue mal Saat drüber. Ich habe noch ganz viel. Und es ist der Wahnsinn. Das wurde so dermaßen Zeit. Ja! Ihr guckt euch das mal an. Es ist irre und es ist immer noch ganz dicht. Der Rasen ist immer noch dicht und es ist alles hochgerissen hier. Und das mähen wir jetzt schön ab. Wahnsinn. Thank you.
So, lieber Rasenfreaks, das war's mit Lüften und Tiefmähen. Alles super geklappt. Er hat teilweise ganz schön gescalpt, der Sabo. Das heißt also, das büschelige Gras ein bisschen hochgerissen. Es sind einige braune Stellen jetzt durchgekommen, aber so sollte das auch sein, dass wir ruckzuck wieder grün werden. Ich werde jetzt Urlaub machen und ich möchte nochmal Danke sagen für die vielen super Kommentare unter meinen Videos und ihr könnt mich immer gerne abonnieren, das freut mich wahnsinnig. Ihr seid klasse, bleibt entspannt und viel Spaß mit eurem Rasen. Es geht nach der Sommerpause jetzt weiter. Ja, was wird es denn danach geben? Also im September, da werden wir natürlich wieder sehen, dass wir den Rasen wieder auf Touren bringen, wenn wir wieder nachdüngen. Und wir werden dann endlich auch mal aerifizieren und wir müssen endlich dann noch mal sanden. Das habe ich dieses Jahr noch nicht hingekriegt. Wir wollen nachsehen und es gibt noch richtig heiße Rasenmäher für euch und andere Maschinen zur Rasenpflege. Ich bin sehr gespannt selbst, was da auf uns zukommt. Die Firmen haben Interesse, mit mir zusammenzuarbeiten. Mega cool. Und ich hoffe, wir haben Spaß. Bleibt fröhlich und gesund. Euer Rasenfreak sagt Tschüss und schönen Urlaub.